macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieser beliebte Adventschoral im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 1 sogar, aber er ist natürlich auch im katholischen Gotteslob abgedruckt, stammt aus Königsberg. Es ist ungefähr 400 Jahre alt, 1623 vom Königsberger Pfarrer Georg Weißel gedichtet. Zur Einweihung einer neuen Kirche in Königsberg, der Altrosgärtner Kirche. Die Legende sagt, der Pfarrer hätte dieses Lied angestimmt, als ein engstirniger, bornierter Grundbesitzer mit einem Gartenzaun und geschlossenen Toren verhindert hätte, dass die Armen einen kurzen, unbeschwerlichen Weg zur Kirche, zum Gottesdienst hätten gehen können. Und dank dieses Liedes hätte sich das Herz dieses Grundstücksbesitzers erweicht. Vermutlich eine Legende. Der Advent steht vor der Tür und wir starten mit dieser Reihe einen virtuellen Adventskalender. Wir wissen heute noch gar nicht, ob wir wieder unsere Museumspforten öffnen können durch die Corona-Pandemie. Aber auch all diejenigen, die uns, weil sie weit von Lüneburg entfernt leben, nicht besuchen wollen und können, wollen wir mit diesem kleinen Kalender eine Freude bereiten und sie mit unseren verschiedenen Museumsobjekten und Kleingeschichten auf Weihnachten vorbereiten. Advent, Adventus Domini, die Ankunft des Herrn, es ist eine Zeit der Hoffnung und wir hoffen alle, dass trotz Corona im nächsten Jahr bessere Zeiten anbrechen. Es wird ein ungewöhnliches Weihnachten. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Schauen Sie unsere Folgen an, 24 an der Zahl. Und am Ende gibt es sogar eine kleine Überraschung. Frohen Advent! Winter in Masuren. Diese stimmungsvolle Darstellung eines nicht ganz hellen Wintertages in der damals schon berühmten ostpreußischen Landschaft Masuren sehen wir hier dargestellt von dem Maler Julius Freimuth. Freimuth hat selber in den späten 20er Jahren in Masuren gewohnt und kannte die Landschaft in allen Jahreszeiten. In seiner damals in Ostpreußen schon sehr geschätzten Landschaftsmalerei, die durch besondere Farbigkeit auffällt, hat er auch hier es geschafft, die winterliche Stimmung durch die verschiedenen Töne von grünlich, blau und dem abgedeckten Weiß sehr fein einzufangen. So wusste auch der Betrachter des Bildes damals schon, als es verkauft wurde, was es darstellt in seinen typischen Formen und Farben, eben Winter in Masuren. Adventszeit und Weihnachten, das duftet nach Tannengrün, nach Vorfreude und nach Plätzchen und nach weltberühmten Süßigkeiten wie Zimtstern oder Lebkuchen oder nach Königsberger Marzipan, so wie wir es hier neben mir sehen. Königsberger Marzipan wurde in Königsberg hergestellt und von dort weltweit verschickt, beispielsweise in kleinen Blechdosen, wie wir hier sie neben mir sehen. Diese Blechdose stammt von der Firma Kurt Gehlhaar, die 1912 in Königsberg gegründet wurde und vor dem Zweiten Weltkrieg dort über 100 Konditoren beschäftigte. Doch was macht Königsberger Marzipan eigentlich so einzigartig und so besonders? Es ist nicht der Herstellungsort, denn Königsberg wurde 1945 zu Kaliningrad, sondern die Herstellungsweise. Marzipan besteht aus gemahlenem Mandel und Zucker und, zumindest das Königsberger Marzipan nach traditionellem Rezept, auch noch aus Rosenwasser. Die Marzipanmasse wird zu geometrischen Figuren geformt, beispielsweise zu kleinen Herzen oder zu Leiben. Das Königsberger Marzipan kommt im Gegensatz zum Lübecker Marzipan, das mit der Schokolade ummantelt wird, komplett ohne Schokolade aus. Stattdessen wird die Oberfläche leicht abgeflammt, also leicht angeröstet, wodurch das Marzipan seine charakteristisch gelblich-bräunliche Farbe erhält. Dadurch wird die Oberfläche knusprig, das Innere hingegen bleibt süß und weich. Königsberger Marzipan gibt es heute auf der ganzen Welt zu kaufen und es wird auch auf der ganzen Welt hergestellt, unter anderem immer noch auch in Deutschland. Beispielsweise von der Firma Kurt Gehlhaar, die mittlerweile
in Deutschland ansässig ist. Königsberger Marzipan bzw. Marzipan generell auch wird passend zu Weihnachten das Brot der Engel genannt. In diesem Sinne, guten Appetit damit! Was wäre Weihnachten ohne Geschichten? Das Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, trägt den Titel Eine Art Bescherung und stammt von Siegfried Lenz. Siegfried Lenz, der 1926 im ostpreußischen Lück geboren wurde, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der deutschsprachigen Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Seine Werke erzählen von existenziellen Entscheidungssituationen. Sie hinterfragen die Gesellschaft und setzen sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Den größten Erfolg feierte Lenz mit seinem 1968 erschienenen Roman Deutschstunde, der zu einem internationalen Bestseller wurde. Eine Art Bescherung beinhaltet 9 kleine Weihnachts- und Wintergeschichten, die Lenz zwischen 1951 und 1966 verfasst hat. Sie erzählen von der Armut nach dem Krieg und von der bitteren Kälte in Masuren. Genauso aber von wärmender Menschlichkeit und aufregenden Schlittenfahrten über glitzernde Seen. Geschrieben in einem herrlich nüchternen Erzählton bringen sie trotz ernster Themen den Leser immer wieder zum Lachen und erinnern an ein Weihnachten, das für viele von uns heute kaum noch vorstellbar ist. Ich möchte jetzt einen kleinen Teil der Geschichte Das Wunder von Striegeldorf vorlesen. Das Wunder von Striegeldorf. Vieles hat sich unter Weihnachten in Masuren ereignet. Weniges aber kommt an Merkwürdigkeit gleich jenem Vorfall, den mein Großonkel, ein sonderbarer Mensch mit Namen Matuschitz, auslöste. Ich möchte davon erzählen, auf jede Gefahr hin. Heinrich Matuschitz, ein fingerfertiger Besenbinder, hatte sich an einem fremden Motorrad vergangen und war für wert befunden, einzusitzen für ein halbes Jahr. Er saß zusammen mit einem finsteren Menschen namens Mulz, der ein alter Forstgehilfe war und dem die Wilddiebe, hole sie der Teufel, 2 Frauen nacheinander von der ehelichen Seite fortgefrevelt hatten, woraufhin Otto Mulz in gewalttätigem Kummer den ganzen Striegeldorfer Forst anzündete. Gut, die Herren leisteten sich rechtschaffen Gesellschaft in ihrer Zelle, beobachteten die berühmten Striegeldorfer Sonnenuntergänge, plauderten aus ihrem Leben und derweil taten Wochen und Monate das, wovon sie, scheint's, niemand abbringen kann. Sie streichen ins Land. Diese Geschichte handelt von 2 Knastbrüdern, die zu Weihnachten ausbrechen, um Weihnachten zu feiern, die dann aber merken, dass es gar nicht so leicht ist, in ein Gefängnis wieder einzubrechen. Die meisten Flüchtlinge, die 1945 nach Norddeutschland gelangten, hatten alles verloren. Ihren Besitz, ihre Arbeit, aber vor allen Dingen ihre Heimat. Insofern war das Weihnachtsfest der Nachkriegszeit etwas ganz Besonderes, auch für sie. Denn aus den wenigen Dingen, die sie noch besaßen oder organisieren konnten, aus Alltagsgegenständen, die sie umfunktionierten, bereiteten sie ihrer Familie und Freunden kleine Geschenke. Zu diesen Weihnachtsgeschenken, über das sich 2 Schwestern sehr freuten, gehört auch diese Handtasche. Sie ist eigentlich aus einer Wäscheleine gefertigt und diese Wäscheleine hielt auf der Flucht aus Allenstein, Ostpreußen, bis nach Flensburg in Schleswig-Holstein das Gepäck auf dem Fluchtschlitten fest, bevor es eben umgearbeitet worden war und als Geschenk unter den Christbaum gelegt wurde. Ein zweites Geschenk ist diese Tischdecke, ein Zeichen des Wohlstandes, dass sich viele nicht nach dem Krieg leisten konnten. Umso größer war die Freude bei einer Mutter, als ihre 13-jährige Tochter Ulrike ihr diese Tischdecke, die aus 2 kanadischen Mehlsäcken gefertigt ist, zu Weihnachten unter den Tannenbaum legen konnte.
Heute ist der 6. Dezember, Nikolaustag. Viele Kinder hatten hoffentlich schon einen freudigen Morgen mit einem prall gefüllten Nikolausstiefel, sofern sie sich denn, wie die alte Tradition besagt, brav und fromm verhalten haben. So der Brauch, denn St. Nikolaus ist der Schutzpatron der Kinder. Als Namensträger gilt der heilige Nikolaus von Myra. Er wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof von Myra in der kleinasiatischen Region Lykien, damals Teil des römischen, später des byzantinischen Reichs, mittlerweile gehört es zur Türkei. Er soll am 6. Dezember 343 nach Christus in Myra verstorben sein. Hier im Ostpreußischen Landesmuseum mit deutsch-baltischer Abteilung verbinden wir den Namen Nikolaus vor allem mit einem bedeutenden Astronomen. Es ist Nikolaus Kopernikus. Er war auch in geistlichen Diensten als Domherr in Frauenburg im Ermland tätig. 1543, genau 1200 Jahre nach dem heiligen Nikolaus, starb Kopernikus. Aber auch er brachte der Menschheit ein großartiges, aber ganz anderes Geschenk, die kopernikanische Wende. Dieses Modell mit Sonne, Erdkugel und einem weiteren Planeten verdeutlicht anschaulich die Planetenbewegung um die Sonne aus Sicht der Erde. Sie führen zu den sogenannten Planetenschleifen am nächtlichen Himmel. Nikolaus Kopernikus erklärte dieses zunächst unverständliche Phänomen mit dem damals revolutionären Ansatz eines heliozentrischen Weltbildes, wonach sich die Erde und die anderen Planeten um die Sonne drehen. Zu Kopernikus Zeiten gab es noch kein Teleskop. Es standen nur einfache Messinstrumente zur Verfügung, um die Planetenbewegungen zu berechnen. Für die Menschen war es damals schwierig, seinen Theorien Glauben zu schenken. Denn sie standen im Widerspruch zur Kirche und dem damaligen vorherrschenden geozentrischen Weltbild der Antike, wonach die Erde den Mittelpunkt des Universums bildet. Kopernikus' berühmtes Werk, De Revolutionibus Orbium Coelestium, über die Umschwünge der himmlischen Kreise, gehörte zu den Meilensteinen der Astronomie der Neuzeit. Es wurde übrigens erst in seinem Todesjahr 1543 in Nürnberg veröffentlicht. Und wenn Sie mehr wissen möchten über Kopernikus und seine Zeit, dann schauen Sie sich auf unserem YouTube-Kanal das Video über Revolution in Ostpreußen Teil 2 an. Wir sind hier in der Naturkundeabteilung des Ostpreußischen Landesmuseums und ich habe neben mir hier einen Schneehasen. Schneehasen sind ganz besondere Tiere und warum zeigen wir sie im Ostpreußischen Landesmuseum? Weil sie dort ganz im Norden in Ostpreußen ihren südlichsten Verbreitungspunkt hatten. Es ist eigentlich eine hochnordische Art und das Besondere an diesen Tieren ist, sie wechseln im Winter ihre Farbe in ein weißes Fell und im Sommer haben sie ein graues Fell. Schneehasen sind die einzigen Tiere, die bei uns in Deutschland noch vorkommen, nämlich in den Alpen. Von all denen, die im Winter ein weißes und im Sommer ein braunes oder graues Fell oder Gefieder haben. So wie zum Beispiel der Eisfuchs oder das Schneehuhn und manche andere. Und was hat die Schneehase nun mit Weihnachten zu tun? Nun, Sie müssen sich vorstellen, das ist eine reich verschneiten Landschaft, durch die man nur mit dem Pferdeschlitten kommt, auf dem Weg zur Kirche, im nächsten Ort vielleicht, im Kirchspielort. Dort die Menschen fahren, gut eingemummelt in den Schlitten. Und dann sehen Sie draußen einen kleinen weißen Hasen vor sich hin hoppeln und freuen sich, dass da noch jemand ist, der ein bisschen Leben in die Landschaft bringt. Frohe Weihnachten! Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen,
Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. So erzählt es der Evangelist Lukas in der Weihnachtserzählung: Die Engel verkünden den Hirten Frieden auf Erden. Über all die Jahrhunderte war das Weihnachtsfest das Fest des Friedens. Man kommt in einem heimlichen Weihnachtszimmer zusammen mit seinen Lieben, erfüllt vom Kerzenschein, dem Duft des Tannenbaums, Geschenke als Ausdruck der Zuwendung. Was macht es mit den Menschen, wenn dieses traditionelle Weihnachtsfest nicht im Kreis der Familie stattfinden kann, sondern man als Soldat im Felde steht? Im Ersten Weltkrieg wurde gleich ab August 1914, nach Beginn des Krieges, in Ostpreußen schwer gekämpft. Die russische Armee war einmarschiert. Über 1000 Ortschaften wurden zerstört. Hunderttausende von Menschen waren auf der Flucht. In zwei großen Schlachten, bei Tannenberg und die Schlacht bei den Masurischen Seen, wurden diese russischen Armeen zunächst hinausgeworfen. Im Februar gab es dann eine dritte Schlacht. Viele Soldaten waren damals im eisigen ostpreußischen Winter an der Front, auf dem Feld, fern ihrer Lieben, Kälte, Angst und Tod ausgesetzt. In diesem ersten Kriegsweihnachten kümmerte sich die Heeresleitung, weil die Ressourcen noch da waren, sehr um die Moral der Truppe. Sie schenkten den Soldaten kleine erleuchtete Weihnachtsbäume, von zu Hause kamen Päckchen mit etwas Warmem, etwas Süßem. Und dies wird in dieser Szene eingefangen. Ein Wagen bringt den fröhlichen, glücklichen Soldaten die lang ersehnte Nachricht von zu Hause und ihm kleine Geschenke, sodass das seltsame Weihnachten nicht völlig ausfallen musste. Es ist übrigens überliefert, dass gerade an der Westfront, aber auch an der Ostfront, es an Weihnachten selbst zu einer Verbrüderung gekommen ist. Über die Front hinweg haben sich die verfeindeten Soldaten begrüßt, sie haben zusammen gesungen, zusammen gespielt und wenige Tage danach wieder aufeinander geschossen. Wenn in diesem Jahr Corona verhindert, dass wir in den traditionellen Raum feiern können, vielleicht getrennt, nicht im Kreis der großen Familie wie all die Jahre zuvor, sollten wir vielleicht auch daran denken, dass es sehr viel schlimmere Weihnachtsfeste gegeben hat, wie etwa hier in Ostpreußen im 24. Dezember 1914, gemalt von dem berühmten Kriegsmaler Karl Röchling. In diesem Sinne sollten wir dankbar sein, dass wir derzeit in einem friedlichen Europa leben. Weihnachten ist auch eine Zeit der Erinnerung und vieles von dem Zauber, den Weihnachten ausmacht, entsteht dadurch, dass die Menschen schöne Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit gerade an diese Tage haben. So ging es auch dem ostpreußischen Kunsthandwerker und Künstler Heinz Galka, Jahrgang 1930, der in den 90er Jahren angefangen hat, aus seinen Jugenderinnerungen Szenen in Linusche zu gestalten. Und wir lenken heute den Blick auf eines seiner Arbeiten, die Szene zeigt, wie er mit seinem Vater in der Kleinstadt in Ostpreußen, in der er aufgewachsen ist, einen Tannenbaum gekauft hat und den die beiden nun nach Hause schaffen. Dieses Erlebnis, gerade mit dem Vater, der ja sonst in der Familie oft abwesend war, war für den Künstler ein ganz besonderes Highlight in seinen schönen Weihnachtserinnerungen. Eine weiße Adventszeit und Schlittenfahren. Das
Das gehört für viele Erwachsene und für viele Kinder zu Winter einfach dazu. Und es ist ein Wunsch, den sich viele Kinder auch auf ihren Wunschzettel schreiben. Ein Wunsch, der im damaligen Ostpreußen oft in Erfüllung ging. Denn die Winter waren lang, klirrend kalt und sehr schneereich. Ein Fortkommen war damals nur mit Pferdeschlitten, wie wir hier einen sehen und der Anfang der 1920er Jahre entstand, möglich. Denn Kutschen und Wagen versanken in der weiten, schneereichen Winterlandschaft oft einfach im Schnee. Um ein Herannahen der Schlitten in der weiten Winterlandschaft zu ermöglichen, wurden kleine Glöckchen vorne am Schlitten befestigt, die weithin hörbar waren. So eine Schlittenfahrt stellt man sich romantisch vor. In Wirklichkeit war sie jedoch sehr ungemütlich und sehr, sehr kalt, da die Schlitten offen waren und die darin fahrenden Personen dem Wetter einfach ausgesetzt waren. Um gegen Wind und Kälte vorzugehen, deckte man sich mit Pelzen, Decken und einfach sehr warmer Kleidung ein. Dieser Schlitten hier wurde Anfang der 1990er Jahre bei Kaliningrad unter einer zusammengefallenen Scheune entdeckt und gelangte von dort in den Antiquitätenhandel und dann in unsere Dauerausstellung. Und er hat noch heute ein schneereicher Winter in Ostpreußen. Hallo, wir befinden uns hier in der Naturkundeabteilung des Ostpreußischen Landesmuseums mit deutsch-baltischer Abteilung. Hinter mir im Diorama seht ihr eine Elchkuh und einen männlichen Elchhirsch mit seinem Geweih, den Elchschaufeln. Elche sind nämlich die Lieblingstiere der Ostpreußen. Und wie ihr solche Elche zu Hause mit Korken basteln könnt, das zeige ich euch jetzt. So soll er am Ende aussehen, unser Korkelch. Als Bastelmaterialien braucht ihr 3 Korken, 2 braune Pfeifenreiniger, Wackelaugen, einen kleinen roten Pompon, braunen Filz, Schleifenband und ein Glöckchen, eine Schere, ein Messer und zu guter Letzt eine Heißklebepistole. Im ersten Schritt nehmt ihr euch 2 Korken und schneidet sie jeweils in 2 Hälften. Passt dabei gut auf eure Finger auf oder fragt einen Erwachsenen, ob er euch dabei helfen kann. Der dritte Korken bleibt ganz, denn den verwenden wir später als Körper unseres Elchs. Damit der Elch auch Beine bekommt, schneiden wir nun 2 der 4 Hälften nochmal senkrecht in der Mitte durch. Als nächstes widmen wir uns den Ohren. Die schneiden wir ovalförmig aus dem braunen Filz aus. Für das Geweih formt ihr ein Zickzackmuster in die Pfeifenreiniger. Anschließend faltet ihr die Zacken so zusammen, dass 3 Spitzen entstehen. Den Rest schneidet ihr ab und nutzt ihn später als Schwanz. Nun fädelt ihr das Schleifenband durch das Glöckchen und bindet es zu einer Schleife zusammen. Jetzt geht es ans Zusammenkleben. Wer noch nie mit einer Heißklebepistole gebastelt hat, fragt am besten auch hier einen Erwachsenen um Hilfe. Zuerst befestigt ihr die 4 Beine am Körper. Danach klebt ihr die Ohren von hinten an den Kopf und an die gleiche Stelle auch das Geweih. Nachdem Augen und Nase ihren Platz gefunden haben, klebt ihr den Kopf auf den Körper. Das Schleifchen vorne, das Schwänzchen hinten und fertig ist euer Korkelch. Seit 1944 flüchteten viele Menschen, gerade auch aus Ostpreußen, auch über die Ostsee in Richtung Westen. Sie fanden zum Teil eine Unterkunft in Dänemark, das weitestgehend vom Krieg unzerstört geblieben ist. Sie lebten dort in Internierungslagern in den Jahren von 1945 bis 1948. Aber auch dort wurde Weihnachten gefeiert. Wir haben einen Brief vom 26.12. von einer Mutter namens Wanda, die ihren Verwandten im Westen schreibt, wie es ihr dort ergeht. Meine Lieben,
Vielen herzlichen Dank für deinen Brief. Was habe ich mich doch gefreut, dass eure Briefe, deiner und Rosas, am Tage vor Heiligabend ankamen. Es war, als hatte ich schon ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Der Weihnachtsmann war auch in diesem Jahr bei uns. Einmal bei der Feier im Saale. Dorothea bekam eine Buchhülle, Kartenspiel, Bleistift, Gummi, Federhalter und Heft. Werner, Wagen mit zwei Pferdchen, eine Schultasche aus Sackstoff. Wolfgang, ein kleines Pferdchen und ein Häschen auf Rädern. Alles im Lager hergestellt. Unser Weihnachtstisch war wirklich schön. Wir hatten drei kleine Weihnachtsbäumchen. Es waren kleine Tannenpflänzchen, welche wir je in eine Büchse gesetzt hatten. Dorothea hatte Ketten aus buntem Papier gemacht. Ich hatte für jeden einen Engel mit Seidenpapierkleidern gemacht. Sterne und Lametta aus Staniolpapier von Käse aus der Küche. Sie sahen sehr behängt und bunt aus. Lichter hatten wir leider keine. Vor und hinter den drei Bäumchen lagen die Geschenke. Dorothea zwei Kleider, eins aus dem Innenfutter einer Tarnhose, noch ein buntes Sommerkleid, etwas kaputt, von der evangelischen Kirchenspende aus Amerika. Im ersten Lager hatten wir jeden Sonntag Gottesdienst. Doch jetzt in den Feiertagen haben sie uns vergessen. Aber am ersten Feiertag hatten wir Bratklopse, Schmorkohl und Salzkartoffeln. Zu Kaffee hatte ich geröstete Weißbrotschnitte mit Glumse gemacht. Nur noch wenige Tage, dann ist das alte Jahr zu Ende. Was wird das Neue uns bringen? Werde ich im neuen Jahr endlich Erich finden? Vielleicht ist er unter den 200.000 Kriegsgefangenen, die jetzt vor Weihnachten entlassen sind. Ob man uns im kommenden Jahr endlich nach Deutschland entlässt? Heute wurde uns bekannt gemacht, dass unser Lager im Januar aufgelöst wird. Wir kommen nach Klövermarken, dicht bei Kopenhagen. Nun seid alle herzlich gegrüßt von Wanda und den Kindern. Das Weihnachtsfest ist immer auch ein Fest des Lichts. Nicht ohne Grund ist das Datum der 24., 25. Dezember ja eng gekoppelt mit den alten heidnischen Riten der Sonnenwende. Der 21. Dezember, der kürzeste Tag, die längste dunkle Nacht. Und Weihnachten, der festliche Gottesdienst, das festliche Weihnachtszimmer erstrahlt dann im milden, warmen Licht der Kerzen. Und dieser wunderbare Duft, der gerade von Bienenwachskerzen stammt. Denn in früheren Jahrhunderten gab es nur Bienenwachs und keine andere industrielle Form des Wachses. Alle Kerzen stammten von Bienenvölkern. Und aus diesem Grunde war Bienenwachs einer der wertvollsten Handelsobjekte, die man sich kaum vorstellen kann. Der mittelalterliche Imker, der Zeitler, war sogar berechtigt, eine Armbrust zu tragen, wenn er in die Wälder ging, wo seine Bienenvölker hoch oben in versteckten Bäumen lebten und er dann eben diese wertvollen Produkte, Zucker, den Honig, denn andere Zuckerquellen gab es noch nicht, und eben das Bienenwachs erntete. Diese Armbrust diente dazu, sich vor Bären, aber auch vor menschlichen Räubern zu schützen. Die mittelalterliche Hanse hat aus dem Osten, aus Ostpreußen und dem Baltikum, wo sehr, sehr viele Imker in diesen riesigen Wäldern dieser Landschaften gehalten wurden, hier nach Lüneburg und in den Westen gehandelt. Bienenwachs, ein Schatz der Kirche. Stellen Sie sich vor, eine große mittelalterliche Backstein-Gotik-Kirche im kalten Dezember ohne jegliche Form von Licht. Hunderte Menschen drängen herein zum Weihnachtsgottesdienst. Man stand damals, Kirchenbänke gab es nicht. Und dann wurden Hunderte,
tausende Kerzen angezündet und verwandelten alles in das wunderbare Weihnachtslicht. Moin, hier sehen Sie 9 alte Männer beim Essen. Der erste Gedanke ist natürlich, viel zu viele. Gehören die zu einem Haushalt? Offensichtlich nicht. Aber das Bild stammt ja aus dem späten 19. Jahrhundert, deswegen dürfen die das damals. Und warum gucken wir uns dieses Bild an? Weil hier Immanuel Kant zu sehen ist, der berühmte Königsberger Philosoph, mit einigen Freunden von ihm und mit gut 1,50 Meter Abstand der Diener. Eine Dienerlampe. Und Sie sehen, er hat einen Brief in der Hand. Was in diesem Brief zu sehen ist, das weiß man nicht. Aber ich habe da vielleicht eine Ahnung. Neben ihm sitzt nämlich Robert Mulvey, einer seiner besten Freunde, bei dem er jede Woche auch bei ihm zu Hause gegessen hat. Und Robert Mulvey hat Kinder. Und für diese Kinder war Kant, der ja selbst keine Kinder hatte, wie ein Großvater. Die hat er selbst ein bisschen aufgezogen, er hat organisiert, wo sie zur Schule gehen. Und deswegen glaube ich, könnte das vielleicht eine Liste der Weihnachtswünsche sein, die diese Enkel an Kant und vielleicht auch ihren Vater gegeben haben. Das würde auch erklären, warum die alle so interessiert auf Kant zuschauen und die so interessant finden. Ich möchte Ihnen dieses kleine Gemälde des ostpreußischen Malers Lovis Corinth vorstellen. Es heißt Im Kuhstall und wurde 1879 von Corinth gemalt. Da war er gerade mal 21 Jahre alt. Dieses Frühwerk weist auf die bäuerlich geprägte Herkunft des Künstlers hin. Der berühmte Maler wurde 1858 in Tapiau, einem kleinen Landstädtchen in Ostpreußen, als Sohn eines Landwirts und Gerbers geboren. Tapiau heißt heute Gwardeisk und ist eine Stadt in der russischen Oblast Kaliningrad. Das Gemälde zeigt den Blick in einen niedrigen Kuhstall. Oben Deckenbalken, links eine Holzstütze, daneben eine schwarze Kuh von hinten betrachtet. Mittig etwas schräg stehend eine schwarz-bunte mit vorgestrecktem Hals, den Kopf der anderen zugewandt. Zwischen den Tierköpfen scheint das Mauerwerk rotbraun. Das Bild entstand noch in der Zeit, als Corinth junger Student an der Königsberger Kunstakademie war. Sein großes Talent wurde bereits deutlich, aber welche Berühmtheit der junge Maler einmal erreichen würde, war damals noch nicht abzusehen. Lovis Corinth gehört heute neben Max Liebermann und Max Levogt zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Als Bildvorlage für den Kuhstall diente höchstwahrscheinlich der Stall des Onkels Friedrich, der selbst Bauer war. Dieses Porträt von Ohm Friedrich entstand 1900 während eines Besuchs des Künstlers bei seinem Onkel in der Heimat bei Tapiau. Sowohl Ohm Friedrich als auch das Gemälde im Kuhstall hingen zeitlebens in Corinths Atelier. Sie gaben ihm fern der Heimat ein Stück Zuhause und auch etwas Beruhigendes, besonders in der hektischen, lauten Großstadt Berlin, wo er später lebte und arbeitete. Beide Bilder befanden sich bis 1987 im Besitz der Familie Corinth, zuletzt bei der Tochter Wilhelmine in New York. Ihr Wunsch war es, gerade diese Gemälde, die Corinth sein Leben lang begleiteten und die ihn mit seiner Heimat verbanden, in die Sammlung des Ostpreußischen Landesmuseums zu geben. Sie wurden von der Bundesregierung für das damals neu angerichtete Museum in Lüneburg angekauft. Gerade jetzt in der Adventszeit mutet das kleine Gemälde im Kuhstall an wie der Stall von Bethlehem. Nach christlicher Tradition wird an Weihnachten die Geburt Christi gefeiert. Es gilt auch als Fest der Liebe und Geborgenheit zu Hause und in der eigenen Familie.
Wir haben hier im Ostpreußischen Landesmuseum in der Naturkundeabteilung eine Winterlandschaft. Der Winter in Ostpreußen war etwas ganz Besonderes. Er war lang, schneereich und besonders kalt. Aus dieser Zeit in Ostpreußen, als der Winter noch so richtig eiskalt war, vor 1945, sind einige Farbbilder entstanden, Dias, die zu den frühesten überhaupt gehören. Und Gott sei Dank gibt es einige von diesen Bildern heute noch. Ja, Winter in Ostpreußen. Man könnte sich ja mal vorstellen, dass man in einem kleinen Bahnhof irgendwo in Ostpreußen, hier ganz konkret Perlswalde am nördlichen Rand Masurens, landet und darauf wartet, abgeholt zu werden. Da steht da bereits der Kutscher mit dem Pferdeschlitten, gut eingemummelt in dicke Winterklamotten, weil es ja völlig frei dann durch eine kalte Landschaft geht. Da freut man sich, wenn man schön warm hat. Anders das arme Pferd. Das hat keine besonderen Schutzvorkehrungen gegen die Kälte getroffen. Das muss mit seiner ganz normalen Körperbedeckung auskommen. Und dann geht es los durch eine weite, verschneite, winterliche Landschaft. Und irgendwann kommt man an einem Haus, dem man schon von außen ansehen kann, dass es sehr gemütlich darin ist. Auf dem Hügel gelegen, thront es gewissermaßen in der Landschaft. Und wenn man drin ist, guckt man hinaus in die verschneite Landschaft und hier sind große Eiszapfen an den Fenstern. Ja, die waren damals noch nicht so gut wärmegedämmt, wie wir das heute kennen. Auf dem Hof sammelt man sich für ein Abenteuer. Wieder geht es hinaus in einem Schlitten durch die Winterlandschaft. Vorbei an landwirtschaftlichen Gebäuden, alten Gutshäusern. In der Landschaft sieht man etwas ganz Modernes für die Zeit, in den 30er, 40er Jahren schon, einen Zaun, der die vielen Schneemengen einfach von den Straßen fernhalten soll. Lauschige kleine Ecken am Rande eines Parks. Eine Beschäftigung der Menschen im Winter war die Eisfischerei. An der Küste findet sich viel Schnee und viel Eis, der vom Wind zu großen Bergen zusammengeweht werden kann. Und die Fischerei ruht. Hier sehen wir die Kurenkähne, wie sie mit den schönen Wimpeln eingeschneit mitten im Eis liegen und auf den Frühling warten. Und das ist vielleicht das Schönste im Winter, wenn Weihnachten vorbei ist, dass man sich auf eine wunderbare Jahreszeit freuen kann. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Weihnachten. Krippenspiel in der zerstörten Marienkirche von Uelzen. Diesen Holzschnitt hat der aus Königsberg kommende Maler und Grafiker Eduard Bischoff etwa 1950 angefertigt. Der Hintergrund dafür war, dass er ein Krippenspiel in den ersten Nachkriegsjahren in der zerstörten Uelzener Marienkirche erlebte. Er selber war mit seiner Frau in dem Dorf Rolxen bei Uelzen notdürftig in der Dachkammer eines Bauernhauses untergekommen und konnte von dort mühsam, aber doch mit viel neuer Energie anfangen, sein künstlerisches Werk fortzusetzen. Dieses Blatt und einige ähnliche Arbeiten hat er dann als Erinnerung an diese erste, noch in Ruinen stattfindende Nachkriegszeit geschaffen. An Weihnachten werden traditionell Geschichten erzählt oder vorgelesen, sei es die klassische Weihnachtsgeschichte, Märchen oder unheimliche Geschichten. Um eine solche Geschichte soll es heute gehen. Sie ist weihnachtlich, aber auch ein bisschen unheimlich. Geschrieben wurde sie von E.T.A. Hoffmann, den wir hier als Büste neben mir sehen. Er wurde 1776 geboren. Der Königsberger Jurist und Komponist gilt als einer der Begründer der europäischen Fantastik in der Literatur und ist seinen Zeitgenossen auch als der Gespensterhoffmann bekannt gewesen. Denn viele seiner Geschichten haben unheimliche Begegnungen, Fantastik oder Spuk zum Thema und Inhalt. Die Geschichte, um die es heute gehen soll, heißt Nussknacker und Morsekönig. Sie ist 1816 passend zu Weihnachten tatsächlich an Weihnachten erschienen
und spielt tatsächlich auch an Weihnachten. Das Kunstmärchen beschäftigt sich mit Punkten, die viele Kinder mit Weihnachten tatsächlich auch verbinden. Dem Zusammensein mit der Familie, dem Weihnachtsbaum und vor allem der Bescherung. In dem Kunstmärchen Nussknacker und Mausekönig porträtiert E.T.A. Hoffmann mit den Märchenkindern Marie und Fritz die Kinder seines guten Freundes Julius Eduard Hitzig. Zu Weihnachten bekommt die junge Marie von ihrem Paten Drosselmeier einen wundersamen Nussknacker geschenkt, der zum Leben erwacht. In der Weihnachtsnacht selbst wird sie von trappelnden Geräuschen geweckt. Im Wohnzimmer hat sich bei den Geschenken eine Armee aus Mäusen aufgebaut, die von dem bösen Mäusekönig in die Schlacht geführt werden. Und zwar gegen den Nussknacker und die Spielzeugsoldaten ihres Bruders Fritz. Marie selbst wird Zeugin dieses erbitterten Kampfes, an dem sie selbst teilnimmt. Über den Ausgang dieser Geschichte, also dem Kampf zwischen dem Nussknacker und dem Mausekönig, sei an dieser Stelle nichts verraten. Dafür müssen Sie die Geschichte selbst lesen oder vielleicht sogar vorlesen. Möglicherweise ja an Heiligabend. In diesem Sinne, frohe Weihnachten! Zu den beliebtesten Traditionen in der Adventszeit gehört zweifelsohne das Plätzchenbacken. Egal ob Butterplätzchen, Vanillekipferl oder klassisches Spritzgebäck, eine Zutat darf nicht fehlen: das Mehl. Mehl wird bekanntlich durch das Mahlen von Getreide hergestellt. Während dies heutzutage in sogenannten Walzenstühlen geschieht, nutzte man früher Mühlensteine. Diese wurden auf ganz unterschiedliche Art und Weise angetrieben, durch Maultiere, durch Wasser und durch Wind. Die Danziger Große Mühle, die Sie hier neben mir auf dem Bild sehen, wurde um 1350 vom Deutschen Orden gebaut und galt als größte Mühle in Europa. Angetrieben wurde sie zunächst von 12, später von 18 riesigen Wasserrädern und mahlte am Tag bis zu 200 Tonnen Getreide. So konnte zur Ordenszeit ganz Danzig mit Brot versorgt werden. Bis 1945 war die große Mühle in Betrieb, also fast 600 Jahre, bis sie nach einem Bombentreffer ausbrannte. Heute erinnert nur noch die Fassade an die Mühle, denn seit 1997 befindet sich im Inneren ein großes Shoppingzentrum. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Trommel, Pfeife und Gewehr, Farn und Säbel und noch mehr, ja ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. So beginnt das beliebte, bekannte Kinderweihnachtslied, das 1835 Hoffmann von Fallersleben, der Dichter der deutschen Nationalhymne, in Worte gefasst hat. Dieser sehr militärische Text irritiert. Die meisten singen heute eine friedlichere Variante, die aber noch nicht sehr alt ist. Erst wenige Jahrzehnte letztlich ein Ergebnis der Friedensbewegung in diesem Lande. Weihnachten, das Fest der Liebe, die Botschaft des Friedens, welche die Engel den Hirten verkünden, und die Kinder kriegen Kriegsspielzeug wie diese Zinnsoldaten oder heldische Literatur aus dem Ersten Weltkrieg geschenkt. Eine Tradition, die in vielen Ländern heimisch war und ist und auch in Deutschland, gerade im alten Deutschen Reich, weit verbreitet war. Schon das alte Reich 1871 war ja vom eisernen Kanzler geschmiedet auf dem Kanonendonner des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 aufgebaut. Und dann der Erste Weltkrieg, der hier mit der Schlacht von Tannenberg dargestellt wird. Nach diesem Krieg hätte man eigentlich erwarten können, alle Menschen in Deutschland haben genug von Krieg, von millionenfachen Sterben. Aber das Gegenteil war der Fall. Durch den Versailler Vertrag fühlten sich viele gedemütigt. Die Armee musste abgerüstet werden, in den Kinderzimmern
rüstete man dagegen auf. Eine ganze Gesellschaft, eine ganze Generation wurde so nationalisiert, militarisiert und 20 Jahre später, als der nationalsozialistische Terror begann und auch den Zweiten Weltkrieg auslöste, war eine Gesellschaft darauf vorbereitet worden. Selbst die Christen dieser Zeit, gerade die Protestanten, die deutschen Christen, sprachen vom Heldischen, vom Militärischen ihrer Religion. Christen mit ihrer Freiheits-, Liebes- und Friedensbotschaft haben all die Jahrhunderte Kriege geführt. Davon unterscheidet sie sich nicht von anderen Religionen. Wir sollten die Erinnerung an diese beiden Weltkriege nutzen, an ein friedliches Europa zu glauben und die heilige christliche Botschaft als das ernst zu nehmen, was sie ist. Ein Appell des Friedens, ein Appell des liebevollen Miteinanders. Moin, hier sehen Sie Hugo Ulbrichts Königsberger Schloss im Winter. Winter in Ostpreußen, da denkt man erst an verschneite Bauernhöfe, an Schlitten auf dem Land, aber in der Stadt hat es natürlich auch geschneit. Und das sieht man hier auf dem Bild sehr gut. Hier unten sieht man die Passanten und hier oben alles überragend das Schloss mit dem hohen Turm aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Bild stammt von Hugo Ulbrich, einem Schlesier, der sonst Breslau erfasst hat. Und Hugo Ulbrich hat es im Auftrag der Stadt Königsberg gemalt. Da waren einige Königsberger Maler etwas neidisch darauf, weil sie diesen Auftrag haben wollten. Aber es hat sich wohl gelohnt, denn das Bild zeigt sehr schön die majestätische Form des Schlosses. Die Passanten sind im Verhältnis zum Schloss so klein. Man geht über diese Treppenstufen hier quasi in die Höhe. Und wenn man hier mal hinten sieht, das ist die altstädtische Kirche, wie klein sie im Vergleich zum Schloss ist, dann sieht man, wie er es geschafft hat, in diesem Bild das Königsberger Schloss hervorzuheben. Ja, und der Winter zeigt sich überall. Selbst bei jeder kleinen Fensterluke hat er da Schnee reingemalt. Hier unten jemand, der den Schnee wegschippt. Auf dem Bild sieht das immer so gemütlich aus. In der Realität war es natürlich damals in Königsberg sehr, sehr kalt. Ja, so kalte Winter haben wir heute gar nicht mehr. Und deswegen ist das nicht nur ein Bild über eine vergangene Stadt, sondern eben auch ein Bild über eine vergangene Zeit, ein Winter mit Schnee. Ich möchte Ihnen dieses Renaissance-Gemälde von Heinrich Königs wieder vorstellen. Es zeigt Maria mit dem Jesuskind und dem Johannesknaben. Die Madonna, in der Orangenlaube sitzend, mit blond gelocktem Haar und Gewändern in leuchtenden Farben, hält auf ihrem Schoß den nackten Jesusknaben. Dieser wendet sich nach links, von uns aus gesehen, wo ein zweites Kneblein mit Fellumhang, Kreuzstab und einem Schriftband, das er dem Jesuskind reicht, zu sehen ist. Diese Attribute weisen ihn als Johannes den Täufer aus, der hier durch das Kreuz und den Schriftzug Ecce Agnus Dei, siehe das Lamm Gottes, auf den späteren Opfertod Jesu hindeutet. Das sehr sorgfältig und routiniert gemalte Werk lässt deutlich einen Zusammenhang mit der Schule des Lukas Cranach erkennen. Im Hintergrund ist eine detailgetreue Landschaft zu erkennen, aber der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist neu und typisch für die Zeit der Renaissance. Menschen werden mit eigenen, charaktervollen Zügen gemalt und die Natur möglichst genau dargestellt. Unten rechts sieht man ein Monogramm HK für Heinrich Königswieser. Bei genaueren Untersuchungen wurde daneben eine kaum zu erkennende ausgekratzte Jahreszahl, eventuell 1564, entdeckt. Dieses Gemälde ist eines der ganz wenigen in Deutschland erhalten gebliebenen Werke des ostpreußischen Hofmalers. Königswieser war Schüler in der Werkstatt des berühmten Renaissance-Malers Lukas Cranach, der Jüngere. Herzog Albrecht von Preußen versuchte, seine Residenzstadt Königsberg nicht nur zu einem geistigen, sondern auch zu einem Kunstzentrum zu machen.
Er unterhielt gute Kontakte zum führenden Maler der Reformation, Lukas Cranach. 1552 schickte er den künstlerisch begabten Sohn seines Hoftrompeters, Veit Königswieser, in die Malerlehre nach Wittenberg zu Lukas Cranach, dem Jüngeren. Mit besten Empfehlungen kam Heinrich Königswieser zurück nach Königsberg und wurde ab 1559 Hofmaler Albrechts. In dieser Zeit entstand auch das Gemälde. Das Gemälde ist eines der ganz wenigen in Deutschland erhalten gebliebenen Zeugnisse dieses ostpreußischen Renaissance-Malers. Als besonders seltenes Werk ist es eine herausragende Sehenswürdigkeit in der Dauerausstellung des Ostpreußischen Landesmuseums mit deutsch-baltischer Abteilung. Weihnachten gehört neben Ostern zu den wichtigsten christlichen Festen. An Karfreitag gedenkt man der Kreuzigung, an Weihnachten der Geburt von Jesus Christus. So sanftmütig die Darstellung der Maria mit den beiden Knaben auch erscheinen mag, der Kreuzstab und der überreichte Schriftzug aber geben ernsthaft zu denken. Beides verweist in der christlichen Ikonografie bereits auf das Martyrium und den Opfertod von Jesus Christus. Ein besonders schönes weihnachtliches Motiv sehen wir hier in dieser jungen Mutter mit dem Kind, die Mutter Maria mit dem Jesusknaben, umgeben von einem Kranz von Engeln. Dieses Relief ist ein sehr frühes Stück aus der Cardina Majolica Manufaktur, der Firma, die Kaiser Wilhelm II. Sich in Cardinen am Frischen Haff in der Nähe von Elbing, heute Elbląg in Polen, hat aufbauen lassen. Das Vorbild für die Madonna ist in der italienischen Renaissance-Kunst zu suchen. Gestaltet hat das Relief aber ein aus Elbing stammender Bildhauer namens Heinrich Splied. Die schöne farbliche Fassung hingegen stammt von Otto Bachmann, einem frühen Keramikmaler, der in Cardinen in den ersten Jahren zwischen 1903 und 1908 gearbeitet hat. Aus diesen ersten Jahren, die die Cardiner Keramikmanufaktur überhaupt bestand, stammt eben dieses schöne und sehr seltene Stück. Die Cardiner Manufaktur hat ihr Zeichen hier unten rechts in dem Relief hinterlassen. Es handelt sich um die früheste Fassung des Cardiner Zeichens, die Kaiserkrone und darunter der Ortsname Cardinen und, was sehr selten nur vorkommt, die Abkürzung KMW. Königliche Majolika-Werke. Heute sind wir beim letzten Türchen unseres Adventskalenders angekommen. Der 24. Dezember, der heilige Abend, der Vortag von Weihnachten. Weihnachten. Wohl kaum ein Tag im Jahr ist so mit Tradition, mit Brauchtum, mit festgelegten Abläufen verknüpft wie Weihnachten. Wie wird der Baum geschmückt? Welche Lieder werden gesungen? Und vor allem, was wird gegessen? Die Adventszeit ist eigentlich traditionell eine vierwöchige Fastenzeit. Und der Heilige Abend gehört noch dazu. Und das ist für die Hausfrau auch ganz praktisch, weil man vor den ganzen Vorbereitungen auch keine allzu große Tafelmühen haben möchte. Und so wundert es nicht, dass ein ganz traditionelles Gericht am Heiligabend aus Ostpreußen der Heringssalat ist, der rote Heringssalat mit rote Beete. Und ebenso beliebt und bekannt sind Kartoffelsalat mit Würstchen. Hier unsere Würstchen, Fleischwaren. Die Kartoffel stammt eigentlich aus Südamerika, dass sie in Ostpreußen so unglaublich wichtig wurde, verdanken wir ein Stück weit dem großen Preußenkönig Friedrich II., der nicht nur militärisch sehr erfolgreich war und Preußen zu einer europäischen Großmacht werden ließ, sondern er kümmerte sich sehr auch um die Landwirtschaft. Er ließ
Böden und Sümpfe trockenlegen und erweiterte den Getreideausbau. Aber er kümmerte sich auch sehr, dass seine Bauern, traditionell wie sie waren, sich an die neue Frucht der Kartoffel gewöhnten. Er griff dazu zu einer List. Befehle hätte nichts genützt. Ein Kartoffelanbau auf per ordre mufti funktioniert nicht, denn bei den Bauern, wenn sie was Falsches anbauen, dann wäre vielleicht im nächsten Jahr der Hunger ausgebrochen. Friedrich ließ auf seinen privaten königlichen Feldern Kartoffeln anbauen und mit Soldaten bewachen. Und in der Nacht kamen die Bauern und gruben diese wohl so wertvollen Knollen, die da extra bewacht wurden, aus und pflanzten sie in ihre eigenen Felder, so will es zumindest die Legende. Jedenfalls, die Kartoffel in Preußen setzte sich rasch durch. Der Hektarertrag ist etwa das 6- bis 7-fache von Weizen. Und die Kartoffel ist anders als Getreide weniger empfindlich von Unwettern oder anderem Unbill wie etwa Jäger oder eine Armee, die über das Feld trampelt. Heute essen die Deutschen viel weniger Kartoffeln als noch vor 100 Jahren. Etwa 50 Kilo pro Kopf und Jahr. Und 1900 waren das fast 300 Kilo, also fast jeden Tag ein Kilo. Das war ein bisschen einseitig. Ich wünsche Ihnen heute einen wunderschönen heiligen Abend, dass Sie ein tolles Fest genießen, trotz den schwierigen Umständen, die wir mit Corona haben. Lassen Sie es sich gut gehen, lassen Sie sich verwöhnen, vielleicht mit einem Kartoffelgericht, vielleicht mit Heringssalat oder etwas ganz anderem und morgen vielleicht die Weihnachtsgans. Frohe, gesegnete Weihnachten.